So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin seit dem Video, wo ich mir die Haare abgeschnitten habe, endlich wieder da. Die sind übrigens schon ein bisschen nachgewachsen. Aber das ist nicht das Thema für heute. Das Thema ist, was sicher sich auch viele gefragt haben, wann kommt wieder ein Video? Ich war jetzt, ich glaube, eine Woche und ein paar Tage inaktiv, nachdem eh schon jeden zweiten Tag nur Videos kamen, nachdem Baro vorbei war. Woran liegt das? Teils, wenn es die Leute von Twitter mitbekommen haben, ich war krank. Ich weiß nicht, was ich genau hatte. Kein Fieber, aber mir hat alles wehgetan. Mein Zahnfleisch war geschwollen, mein Hals war zugeschwollen, alles. Und ich habe mich einfach ein bisschen ausgeruht. Ein anderer Grund, und das erwähne ich auch in einem Interview bei Broadmark, was bald kommen wird, denke ich, ist, dass ich einfach nach Varo die Luft raus habe. Ich habe es bei Varo 2 und 3 auch schon gehabt, bei 3 ja fast einen Monat auch, dass ich einfach keine Videos gemacht habe, weil ich danach einfach so demotiviert war. Ich habe jetzt wieder über 100.000 neue Abonnenten bekommen und eigentlich müsste man meinen, ich sollte jetzt genau das machen, was Basti zum Beispiel macht. Einfach eine Menge streamen, Videos hochladen, viel Minecraft machen, um diese Zuschauer zu halten und mehr Leute dazu zu holen in die Community. Das Problem dabei für mich ist, dass ich nach mittlerweile 5 Jahren YouTube nicht mehr so viel Spaß an Minecraft habe. Das wissen einige von euch bestimmt eh schon, das habe ich schon oft erwähnt, dass ich Projekte feiere, aber das normale PvP und sowas ist nicht mehr so meins und ja, es ist ganz cool noch so zu spielen. Und Varo ist dann natürlich immer das Highlight und deswegen freue ich mich da auch voll drauf. Speziell Varo 4 war jetzt ganz cool, weil wir es ja gewonnen haben im Endeffekt und das hat halt echt, war echt geil, muss ich sagen, war echt ein geiles Projekt. Euer Feedback war der Wahnsinn, kann ich nicht sagen, wie viel Klicks ich damit gemacht habe, also da wollte ich mich nochmal bedanken bei euch, ganz klar. Der Punkt ist aber, dass ich das, was die Leute, die mich dadurch kennengelernt haben, jetzt also 100.000 neue Menschen jetzt praktisch, die mich abonniert haben, hallo an euch nochmal alle. Ich kann euch nicht zufriedenstellen, weil ich nicht den Content bringe, der Varo ist. Das heißt, ich lade bei mir keinen Minecraft PvP hoch jeden Tag. Ich werde nicht gut in dem Spiel sein und das jeden Tag aufs Neue in irgendeinem Spielmodus präsentieren. Das ist das, was Basti macht und das ist seine Art, seine Schiene, aber halt nicht meine. Also schaut gerne bei Basti vorbei, wenn ihr das sehen wollt. Bei mir ist es so, dass ich auf Projekte warte. Es gibt jetzt eins, Minecraft Sky, was startet, das habe ich schon mal erwähnt. Ich denke, ich werde da wieder täglich Videos bringen. Das Problem extern davon ist einfach, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, was euch gefallen könnte und woran ich Spaß dran habe. Ich zwinge mich nicht, Videos zu machen, speziell jetzt Minecraft oder irgendwas in die Richtung. Wie gesagt, ich feiere Projekte. Nur auch bei Craftdeck zum Beispiel. Ich habe einfach überhaupt keinen Bock auf diese Roleplay-Schiene und deswegen bringe ich das gerade nicht so. Ich habe gesagt, ich bring's wieder. Dann habe ich mir das angeschaut, was gerade so abgeht und dachte mir so, ist, glaube ich, nicht so meins. Und dass ich mich in irgendwas reinzwinge, ist, glaube ich, das, was wir am wenigsten wollen, weil dann macht es weder mir noch euch Spaß. Der Punkt ist allerdings, ich habe immer ein anderes Spiel, was ich gern habe, ja. Die Leute, die bei Streams dabei sind, die wissen das. Ich habe ja oft gestreamt in letzter Zeit, also jetzt den Monat hier nicht oder zu Varo, aber davor halt jeden Monat eigentlich zumindest 3 Streams die Woche. Und die Leute, die da geschaut haben, wissen, dass ich immer mal wieder so Phasen habe, wo ich das Spiel ganz cool finde oder das Spiel ganz cool finde, das ein bisschen daddle. Das war eine Zeit lang League of Legends, eine Zeit lang Counter-Strike zum Beispiel, eine Zeit lang Hearthstone, eine Zeit lang H1Z1. Spiele, die man auf anderen YouTube-Kanälen, wie zum Beispiel bei Hand of Blood häufig sieht in letzter Zeit, ja. Das Ding ist, ich weiß, dass wenn ich ein Video dazu mache, es nicht ansatzweise so gut ankommen würde, egal wie aufwendig es editiert ist, wie eine Uncut Bed Wars Runde. Und das demotiviert mich ein bisschen. Und gerade zum Beispiel in dieser Downtime habe ich ein Spiel gefunden, was mich so gepackt hat, wie kein Spiel in den letzten Jahren. Und das ist halt WoW. Also, das werden die wenigsten von euch was sagen. Wenn es jemand von euch was sagt, World of Warcraft, wird er sich denken, oh, was ist das für ein Scheiß? Und das ist auch klar, weil das in der deutschen Community einfach non-existent ist. Ich bin wirklich viel am Spielen, habe wirklich Spaß dran und ich bin auch richtig gut darin. Nur das Problem ist halt, dass ich weiß, dass es 99% von euch einfach nicht interessiert. Damit muss ich natürlich umgehen können, damit muss ich leben. Und ich habe natürlich auch andere Spiele, die mir weiterhin Spaß machen. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, Counter-Strike zu spielen oder LOL. Das sind Spiele, die werden einfach momentan zumindest nicht alt. Da habe ich immer so On-Off-Phasen. Zum Beispiel habe ich Counter-Strike mal ein Jahr nicht gespielt, dann habe ich LOL ein Jahr nicht gespielt, aber immer irgendwas von den beiden zumindest hin und wieder. Und das sind dann wahrscheinlich jetzt meine Haupt-Stream-Games, denke ich mal, wo ich Minecraft nicht streamen möchte, außer es gibt ein Projekt. Und WoW, was ich eigentlich spiele, nicht streamen möchte, weil es keinen interessiert. Das mag sich jetzt hart anhören und ein bisschen auf die Klicks aus und alles mögliche, aber schlussendlich hat es einfach sonst keinen Sinn, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, ich könnte es streamen und alles, aber... Und der Punkt an sich einfach ist, ich bin mir unsicher, das ist halt die Stream-Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ich bin mir wirklich aber unsicher, was ich als Video machen soll. Ich habe keine Lust, einfach ein LOL-Gameplay hochzuladen oder es zu schneiden. Ich habe keine Lust, einfach Counter-Strike hochzuladen oder es irgendwie zu schneiden. Es ist nichts Spezielles und es ist einfach irgendwie casual.
wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach kein besonderes Video und das ist halt nicht das, was ich bei mir auf dem Kanal irgendwie suche. Ich habe so hohe Anforderungen, speziell nach Varo, weil ich einfach jedem zufriedenstellen will. Aber ich weiß, dass es nicht geht, aber trotzdem möchte ich es. Deswegen wollte ich euch nur mal kurz Bescheid sagen und hoffe, dass ihr das versteht, dass ich gerade einen ziemlichen Konflikt mit mir selbst habe, was ich auf meinem Kanal bringen möchte und was nicht, und deswegen teilweise auch gar keine Videos hochlade. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich 3 fixe Streamtage pro Woche mache, ab Februar, aber ich weiß nicht, ob ich damit direkt starten möchte oder kann. Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken noch, habe mir zum Beispiel überlegt, ob es einmal in der Woche einen Stream geben wird, dass der Seriensamstag, wo wir über Serien reden und das Game total irrelevant ist, einfach nur so nebenbei was. Da gibt es zum Beispiel einen Tag, wo ich das Spiel spiele und einen Tag, wo ich das Spiel spiele oder irgendwas in die Richtung. Und das Problem ist, ich möchte mich auch nirgends irgendwie festlegen und irgendwas fixieren, aber das ist eh ein anderes Thema, das ist meine Überlegung, wie ich das treffe. Aber ich weiß nicht, ich bin mir unsicher, Leute. Und es tut mir wirklich leid, dass keine Videos kommen. Ich weiß, viele von euch erwarten, dass ich Videos bringe. Ich glaube, so eine lange Pause habe ich eh schon länger nicht mehr gemacht. Und das bitte ich einfach mal zu entschuldigen. Falls ihr euch irgendwas wünscht, was in Zukunft kommen soll, egal ob in Videos oder in Streams, dann schreibt doch bitte einen Kommentar. Vielleicht hilft mir das irgendwie weiter. Aber momentan weiß ich einfach nicht, wie ich gerade weitermachen soll. Ich warte auf jeden Fall mal ab jetzt. Minecraft Sky wird starten am 4. Februar. Das ist, glaube ich, in 3 Tagen oder 4 Tagen von euch aus jetzt. Und ich hoffe einfach mal, dass das mich packt und dass es euch auch gefällt. Und wir schauen da mal rein, würde ich sagen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich will nicht versprechen, wann es kommt, aber es wird eins geben. Bis dahin, haut rein. Ciao.